die als neuen Sondergesandten der Vereinten Nationen erfolgen, der die Interessen aller Bevölkerungsgruppen in Syrien einbezieht. Eine ausgeglichene und inklusive Zusammensetzung des Verfassungskomitees ist eine Voraussetzung. Und wir alle wollen, dass Syrien möglichst schnell wieder an Stabilität gewinnt, sich eine bessere Zukunft für die syrische Bevölkerung. Das kann nur durch einen nachhaltigen und dauerhaften politischen Prozess erfolgen, der die Interessen aller Bevölkerungsgruppen in Syrien einbezieht. We need still also to focus on the Daesh and the fact that the Daesh is dramatically weakened, but perhaps not completely defeated. And then there is another.